Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Crop FM. Dagmar Neubronner ist heute zu Gast und der Titel der Sendung ist Teenager-Befreiung. Wer sich live am Gespräch beteiligen möchte, um Fragen zu stellen oder Kommentare abzugeben, der kann das gerne tun, via Crop.com nämlich, erreichbar über die Website von Crop.fm, cropfm.mur.at, kein www davor, und dann auf Crop.com klicken, der sollte schon blinken, und ja, freue mich auf die Fragen und gebe sie gerne weiter. Newsletter gibt es alle zwei Wochen. Anmelden kann man sich dazu auf der Website von CropFM, cropfm.mur.at. Und er wird, wie gesagt, alle zwei Wochen kurz vor der Sendung ausgeschickt. Also das vorletzte Mal, da hatte ich vergessen, aber jetzt das letzte Mal kam er schon wieder. Und erinnert an die kommende Sendung, gibt einen Abriss über den Inhalt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, uns ein Mail zu schicken. Einfach auf der Startseite auf den E-Mail-Link klicken oder an cropfm@mur.at, und dann gibt es auch das Hörerforum, auf das ich an dieser Stelle immer hinweisen möchte, in dem immer wieder interessante Diskussionen entbrennen und vor allem auch in letzter Zeit immer wieder sehr viele aktuelle UFO-Sichtungen gepostet werden, was ich sehr spannend finde immer wieder. Eine Bank, die Geld verschenkt, wenn es doch wirklich so wäre, aber immerhin der Umbau der Montessori-Schule Heidelberg, 20.000 Euro, EC für Stuttgart, Ausbau der Geschäftsstelle um 40.000 Euro, Ökokorn Nord in Betzendorf, Kauf eines Lagers 200.000 Euro, das sind drei von knapp 300 Krediten, die die GLS Bank im zweiten Halbjahr 2006 vergab. Die Kreditnehmer allein sind schon ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher aber ist, dass jeder wissen kann, wer hier wie viel Geld bekommt. Und natürlich auch, was damit passieren soll. Also ein durchaus Verschenken tut sie ihr Geld zwar auch nicht. Es ist schon eine ganz normale Bank, aber schon mal ein sehr vielversprechender Ansatz. Die verschwindenden Bienen sind ein Rätsel. Und da gab es einen sonderbaren Vorfall in den Staaten. 3000 Bees Force Evacuation. A swarm of honeybees temporarily disrupted a charity fundraising event, but no one reported being stung. Authorities evacuated the area Saturday after the swarm of about 3000 bees emerged from the woods around the West Noble High School football field, where 700 people were participating in a fundraising walk for the American Cancer Society. Ja, eine weitere Theorie, wohin die Tierchen denn verschwinden könnten, denn in den Staaten zumindest tun sie das, und das ist ein Problem, wie schon öfter hier angesprochen. Und man weiß vor allem nicht, warum sie das tun, was ich allein schon sagenhaft finde. Ich meine, wir können zwar alles Mögliche messen etc., aber hier stehen wir offenbar vor einem Rätsel.
Eine mögliche Erklärung neben den anderen, die ich schon angeboten habe, wäre vielleicht, dass sie einfach abhauen, woanders hinziehen, keine Ahnung. Jedenfalls 3000 hier waren irgendwie gerade unterwegs. Nun muss man natürlich sagen, dass Bienen das schon immer wieder mal machen, dass sie abhauen, aber vielleicht passiert es gerade sehr oft, wer weiß. Scooter that runs on magnetic power, eine sehr spannende Geschichte auf India Daily, allerdings bin ich fast versucht zu sagen, denn das ist ja eine sehr interessante Zeitung, in der immer wieder die eigenartigsten Artikel stehen, aber durchaus sehr spannende Artikel. Takes just an ordinary battery to start the scooter and the rest is done by the inbuilt magnetic mechanism which enables the scooter to run at a speed of 25 to 45 kilometers per hour. It's noise and pollution free. It doesn't cause any air or noise pollution. This kind of technology can be very useful for our country and this motivated me creating it. The 27-year-old Naveen C, the inventor, said. Ja, ein Magnetmotor. Wir haben darüber in der Sendung über den Stickstoffmotor schon ein paar Wochen her gesprochen. Sehr spannend vom Grundprinzip her, finde ich. Und durchaus machbar, glaube ich. Eher irgendwie ein mechanisches Problem. Und lustigerweise habe ich mir gerade unlängst eben gedacht, das wäre doch vielleicht der vielversprechendste Ansatz in Richtung freie Energie. Ja, und falls da jemand irgendwie damit herum experimentiert und irgendwelche Erfolge hat, dann würde mich das natürlich sehr interessieren. Natürlich würde ich auch diesen Scooter kaufen, wenn er denn auf den Markt kommt. Vor allem vorige Sendung berichtete ich über sehr seltsame Fotos, die jemand aufgenommen hat. Von einer Art Drohne, was auch immer, mit unbekannten Schriftzeichen auf ihrem. Nun gibt es weitere, anscheinend unabhängige Fotos, die dieselbe Drohne aufnehmen, auf der Website von Linda Howe, earthfiles.com. Sehr, sehr eigenartig, muss ich sagen. Hat übrigens einige anscheinend beunruhigt, diese Newsmeldung. Und ja, die Frage ist halt wirklich, ist das eine irdische, außerirdische oder was auch immer Drohne? Ist es, ja, keine Ahnung. Ein Ostseebad wird zur Festung. Anfang Juni treffen sich in Heiligendamm an der Ostsee in Deutschland die mächtigsten Männer der Welt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zum G8-Gipfel. Dann wird das älteste deutsche Seebad einer Festung gleichen. Rund um den Ort ist ein rund 13 Kilometer langer Zaun errichtet worden, um ungebetene Gäste von einem Besuch des Treffens in Heiligendammer Hotel Kempinski abzuhalten. Schon recht spannend, was da betrieben wird. Das Bilderberg-Treffen zum Beispiel findet ja auch, glaube ich, jedes Jahr in einem Hotel statt. Und ja, es findet wirklich statt. Und ich glaube, dort reinzukommen ist mindestens so schwer wie auf diesen G8-Gipfel. Zu guter Letzt noch was, was einfach nur nett anzusehen ist, nämlich Tesla Comics. Gezeichnet von Wladimir Nedeljkovic, einem Comiczeichner. Ich habe auch heute einen neuen Link dazugefügt, nämlich wo er die Geschichte von Tesla und Graz abhandelt. Und ich wusste nicht, dass er so gerne auf den Schlossberg ging. Aber ich teile das mit Nikola Tesla, zumindest das. Nun, und so werde ich denn Frau Neubronner anrufen und wir werden dann mit ihr über die Teenagerbefreiung sprechen, über Homeschooling etc. Ein sehr spannendes Thema eigentlich und bin schon sehr gespannt, was da alles heute zur Sprache kommt. In der Zwischenzeit, während ich die Dame anrufe, spiele ich wieder mal eine Nummer von Ignaz.
ein weiteres namenloses Stück aus seiner Sammlung. Jetzt Dagmar Neubronner, hallo. Ja, hallo. Herr. Wunderbar. Hören Sie mich gut? Ja, ich höre Sie wunderbar. Gut, das ist mich immer wieder ein Problem hier. Und ich kann mich leider nicht viel lauter machen für Sie. Doch, ich höre Sie gut. Hoffentlich, Sie hören mich auch. Ja, wir hören Sie wunderbar. Gut, das Thema der heute oder der Titel der heutigen Sendung ist Teenager-Befreiung. Was angesichts dessen, was wir noch alles besprechen werden, ein recht interessanter Titel ist, denn es geht eigentlich auch um die Verstärkung der Kind-Eltern-Bindung etc. Vielleicht ein bisschen was Biografisches über Sie, damit die Zuhörer auch wissen, mit wem Sie es hier heute zu tun haben. Mein heutiger Gast ist geboren 1959, Diplombiologin, Übersetzerin und Therapeutin und gründete 1997 den Genius Verlag, ist verlinkt von der Startseite mit ihren ersten Übersetzungen aus dem umfassenden Werk von Walter Russell, der auch der Leonardo da Vinci Amerikas genannt wird. Wäre vielleicht auch ein sehr spannendes Thema. Ja, vielleicht haben wir noch Zeit. Aber gibt es noch irgendwas, was Sie Ihrer Biografie hinzufügen möchten, was für das heutige Thema relevant ist? Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Genau, das wäre vielleicht schon auch relevant. Die ja. 8 und 10 Jahre alt sind und nicht zur Schule gehen. Und nicht zur Schule gehen. Man, ist das toll. Falco, nie mehr Schule, hat recht gehabt. Ja, warum gehen Sie nicht zur Schule? Sie haben sich einfach irgendwann geweigert. Und das habe ich auch, es hat aber nichts genützt. Ja, das stand schon im Spiegel, dass das ja viele Kinder, dass es vielen Kindern so geht, dass sie unter der Schule sehr leiden oder wie ein Bruder meines Mannes als Kind mal gesagt haben soll, ja, die Schule versaut einem den ganzen Tag. Das ist natürlich nicht bei allen Kindern so, aber schon bei etlichen. Und meistens wenden die Eltern sehr, sehr viel Energie dafür auf, immer wieder ihr Kind wie so einen Boxer im Ring fit zu machen für jeden Schultag und am Wochenende die Blessuren zu heilen und dann wieder am Montag das Kind in den Ring zu schicken. Und das haben wir mit unserem älteren Sohn auch 2 Jahre lang fast gemacht. Aber es ist uns zunehmend schwer gefallen, weil wir einfach sahen, wie seine Lebensfreude immer weniger wurde. Und er dann irgendwann sagte, eigentlich mag er gar nicht mehr leben und möchte lieber wieder zurück zu den Engeln. Und er hat sich das hier alles anders vorgestellt. Und da merkt man natürlich schon auf als Eltern und macht sich Sorgen, das ist ja klar. Das glaube ich, ja. Ja. Und ich meine, die meisten Eltern tun es ab. Die meisten Eltern werden das eher abtun und sagen, rennen jetzt an Blödsinn und gehen in die Schule. Ja, das ist klar. Und das hätten wir vielleicht auch gemacht, vielleicht, weiß ich nicht, wenn wir nicht damals zu der Zeit, wo das war vor 3-4 Jahren, ganz in der Nähe von Österreich gewohnt hätten, an der österreichischen Grenze, direkt an der Grenze zu Vorarlberg. Und was die meisten Österreicher gar nicht wissen,
und auch die meisten Deutschen nicht. In Österreich kann man seine Kinder abmelden zum häuslichen Unterricht. Und über der Grenze, 2 Kilometer von uns entfernt, wohnte eine Familie mit 4 Kindern, deren Kinder nicht zur Schule gingen. Und das haben wir durch Zufall erfahren. Wir haben nämlich für unsere Kinder eine Schule gegründet, weil wir uns schon gedacht haben, ah, Schule muss ja sein, das war für uns damals völlig klar. Aber wenn schon, dann wenigstens so gut und so freilassend und so förderlich wie möglich. Deswegen haben wir uns mit anderen Eltern aus der Öko-Siedlung, wo wir damals gelebt haben, zusammengetan und haben eine Montessori-Schule gegründet, was ein Riesenaufwand natürlich war, auch zusammen mit österreichischen Eltern. Und bei dieser Gelegenheit haben wir diese Familie kennengelernt und haben wirklich Bauklötze gestaunt, weil wir dachten, hä, geht das denn? Und ist denn ein Leben ohne Schule überhaupt möglich? Es war für uns was völlig Neues und ganz undenkbar. Und haben dann diese Kinder erlebt, wie nett sie waren und freundlich und fröhlich und dass sie durchaus auch lesen und schreiben konnten. Und das hat bei uns schon so ein bisschen ein Nachdenken ausgelöst. Und unsere Kinder haben sich das natürlich auch gut gemerkt. Und als es unserem Sohn dann immer schlechter ging in der Schule, hat er dann eben schon gesagt, ach, und warum kann ich nicht auch zu Hause bleiben und warum wohnen wir nicht in Österreich? Und das hat schon so ein bisschen bei uns genagt. Und deswegen war es einfach für uns dann ein etwas kürzerer Weg als für die meisten anderen Eltern, nicht einfach nur das abzutun. Außerdem, für allen gesagt, die es abtun und ins ein Poesiealbum geschrieben, die Selbstmordrate unter Kindern und Jugendlichen nimmt seit Jahrzehnten kontinuierlich zu. Auch der Autismus zum Beispiel. Auch der Grundschüler. Ja, auch der Autismus zum Beispiel nimmt sehr Autismus stark. Auch, Verhaltensstörungen. Und als unser Sohn, der Ältere, ich jetzt immer vom Älteren, als der dann eben irgendwann sagte, Mama, ich mag jetzt wirklich nicht mehr hingehen und ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus. Da sind wir dann mit ihm zum Kinderarzt gegangen und der war ganz nett und freundlich und sagte, naja, aber wissen Sie, ich habe meine Praxis voll mit Kindern, die Bauchweh haben wegen der Schule. Und eben. Ich kann die nicht alle, krank schreiben. Und das war für uns jetzt, wir haben das vielleicht mit anderen Ohren gehört, als er gedacht hat. Wir fanden das schockierend, dass er uns sagt, ja, meine Praxis ist voll mit Kindern, die Bauchweh haben wegen der Schule. Und wo kämen wir denn dahin? Welches Kind geht denn gerne zur Schule? Ne? Oder ältere Leute haben uns dann auch gesagt, ja, meint ihr denn, wir wären gerne zur Schule gegangen? Das ist nun mal so und da muss man durch. So wie durch die Masern oder, na gut, gegen die kann man sich heute ja impfen lassen, wenn man will. Aber es war offensichtlich akzeptiert, dass Kinder nun mal häufig in der Schule leiden und mei, warum soll es denen besser gehen als uns? Aus uns ist auch was geworden. So, das ist ja die übliche Einstellung, die wir im Übrigen auch hatten natürlich. Wir sind ja auch beide zur Schule gegangen und haben uns, bevor wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben und auch noch danach, wirklich sehr große Sorgen gemacht, ob wir unseren Kindern damit die Zukunft verbauen, ob sie zu sonderlichen Einsiedlern erzogen werden, ob sie völlig vereinsamen und wunderlich werden. Und all diese Sorgen haben wir uns gemacht. Jetzt, 2 Jahre später, wo unsere Kinder also fast 2 Jahre aus der Schule raus sind, muss ich sagen, haben sich all diese Sorgen als völlig unbegründet erwiesen. Im Gegenteil, die blühen und gedeihen wie 2 junge Bäume. Jetzt nicht in der Baumschule, das wäre das falsche Bild, aber wie 2 junge Bäume im Wald. Schön. Ich muss noch kurz auf den Chat eingehen, weil da jemand fragt, wer der Komponist der Musik ist, die ich da als Zwischenbumper gespielt habe, als ich sie anrief. Das ist Ignaz, ja, ist ein Freund von mir und er ist Musiker. Und ja. Ich hatte auch schon die Ehre, mit ihm zu... Das sage ich jetzt eher zu den Chat-Teilnehmern. Ich hatte auch schon die Ehre, mit ihm zu musizieren. Das nur nebenbei. Die ganze Sache ist ja in Deutschland umso schwieriger, weil es ja da verboten ist. Ich meine, wenn Sie sagen, Sie gehen nicht zur Schule, wie haben Sie denn das bewerkstelligt, dass Sie quasi nicht zur Schule gehen müssen? Mhm. Ja, zunächst haben wir es so bewerkstelligt, dass wir mit den Lehrern geredet haben, mit der Schulleiterin geredet haben. Die Kinder, Moritz
besonders, dem ging es wirklich nicht gut. Er hatte wirklich jeden Morgen Bauchweh und Albträume und war ein blasses Häufchen Elend. Den haben wir schlicht erstmal krank schreiben lassen und der Arzt, unser Hausarzt, hat auch gesagt, also er schreibt ihn sofort. Das war eben im Oktober, er schreibt ihn bis Weihnachten krank. Es sieht er deutlich, dass der dringend eine Pause braucht, dass der völlig am Ende ist. Aber uns war natürlich klar, dass das keine Dauerlösung ist. Und wir haben dann verschiedene Optionen geprüft. Im Gespräch mit den Behörden wurde uns immer wieder gesagt, müssen sie halt ins Ausland gehen. Und zum Beispiel nach Dänemark oder nach Belgien oder nach Österreich oder nach Tschechien, also alle Länder rund um Deutschland, da ist es ja überall möglich, müssen sie eben ins Ausland gehen. Nun hatten wir aber gerade, kurz vorher waren wir eben umgezogen nach Bremen in unsere Heimatstadt und hatten uns ein Haus gekauft und waren ganz froh, wieder in Bremen zu sein und hatten überhaupt nicht vor, ins Ausland zu gehen. Aber wir haben dann gedacht, gut, vielleicht ist das der Trick, vielleicht gehört sich das so. Und haben dann eben unsere Kinder abgemeldet von der Schule und gesagt, wir haben ja einen Verlag und deswegen werden wir in nächster Zeit wegen eines Übersetzungsprojektes viel in Irland sein und die Kinder werden dann in Irland bei der Clonlara-Schule angemeldet sein. Die Clonlara-Schule ist eine weltweit tätige Schule oder Organisation, die Homeschooler betreut, also Kinder, die nicht zur Schule gehen, sondern zu Hause lernen. Und das hat man uns zunächst auch widerspruchslos abgenommen, aber wir hatten wohl doch zu offenherzig darüber geredet, dass wir eigentlich das verstehen können, dass unsere Kinder nicht zur Schule gehen und so weiter. Jedenfalls kam dann nach 4 Wochen ein Herr vom Beratungsdienst gegen Schulvermeidung und hat nachgefragt, wie das denn sei und ob wir denn jetzt schon in Irland seien und wo denn die Kinder seien. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht unser Weg sein könnte, da so ein Lügengebäude aufzubauen, dass wir das auch unseren Kindern nicht zumuten wollten. Wir versuchen, unsere Kinder in dem Geiste zu erziehen, dass ehrlich am längsten währt und Lügen kurze Beine haben. Und wir wollten auch nicht, dass sie im Fußballverein oder im Kinderchor oder wo immer sie hinkommen, immer rumdrucksen müssen, wenn es heißt, ja, wo geht ihr denn zur Schule? Und dann sagen müssen, ja, eigentlich sind wir gar nicht da, eigentlich sind wir in Irland oder in einem anderen Land. Ja. Das wollten wir nicht. Und wir haben dann eben ganz offiziell einen Antrag gestellt auf Befreiung unserer Kinder. Und zwar, wir haben dann eben angefangen, natürlich uns in die Rechtslage einzuarbeiten. Die Schulpflicht wird in Deutschland im Sinne eines Schulzwanges verstanden. Die meisten anderen Länder sprechen zwar auch von Schulpflicht, meinen damit aber Bildungspflicht. Das heißt, die Erwachsenen, die Eltern, der Staat sind verpflichtet, den Kindern eine Bildung zu ermöglichen. Wie sie das machen, wird in anderen Ländern eben mehr den Eltern überlassen. In Deutschland wird es als Schulzwang verstanden, seit 1938 übrigens, Reichsschulpflichtgesetz. Unter Hitler ist es unter Verbot gestellt worden, ne? Ja, unter Hitler. Es war auch vorher, galt schon die Schulpflicht in Deutschland. Das ist seit 1919 eingeführt worden und zwar vor dem Hintergrund, damals hat man ja auch dann den Adel aus seiner Sonderrolle befreien wollen oder entmachten wollen und diese ganzen Hauslehrerkonstruktionen, wo Kinder eben dann nicht zur Schule gingen, sondern zu Hause von Privatlehrern unterrichtet wurden, da wollte man eben mehr Demokratie reinbringen und wollte, dass alle Kinder, auch die Adligen, sich eben in der Schule treffen, was ja auch sinnvoll und lobenswert ist. Trotzdem hat es aber natürlich in etlichen Fällen die Möglichkeit gegeben, dass Kinder von ihren Eltern zu Hause unterrichtet werden. Prominentes Beispiel ist zum Beispiel die Familie Bonhoeffer, wo ja die Kinder später zu den berühmtesten Widerstandskämpfern gegen das Naziregime herangewachsen sind. Die sind alle zusammen mit Nachbarskindern im Grundschulalter von ihrer Mutter unterrichtet worden, weil die Mutter der Meinung war, dass sich der Charakter erst festigen muss, bevor man ihn einer Regierung oder einem Staat aussetzen kann, der damals natürlich noch ganz anders in die politische Beeinflussung der Kinder auch hineingegangen ist. Es ist ja recht spannend, dass also unter so einem Regime dann wirklich es verboten wird, dass man seine Kinder selbst unterrichtet. Ich meine, es ist nicht nur spannend, es ist völlig nachvollziehbar. Denn Schule ist ja, kann,
auch ein Mittel zur Indoktrination sein. Ich meine, man sieht es ja immer wieder, so in, auch traurigerweise im Nahen Osten, wenn dann Kinder in Schulen darüber singen, wie sie die Amerikaner besiegen werden, oder die Amerikaner in ihren Schulen singen, wie sie den Terror besiegen, keine Ahnung. Aber das ist ja doch immer wieder ein Weg, um da irgendwie ranzukommen, ne? Ja, das ist ja auch charakteristisch für alle totalitären Regime, wobei ich jetzt natürlich überhaupt nicht Deutschland mit einem totalitären Regime im Sinne eines Nazistaates vergleichen möchte. Da sind ja auch nicht die Vereinigten Staaten. Eben, also. Wirklich, weite Unterschiede. In den Vereinigten Staaten übrigens, daran erkennt man schon, dass es gar kein totalitäres Regime sein kann, ist Homeschooling mittlerweile in allen 50 Bundesstaaten vollkommen legal. Es gibt mehrere Millionen Kinder, die zu Hause lernen. Davon gehört ein Teil zu Familien, die sehr christlich geprägt sind, sicherlich teilweise auch in einem fundamentalistischen Sinne, aber überhaupt keine Mehrheit, sondern nur ein kleiner Teil. Und diese Kinder sind so erfolgreich, diese mehreren über 2 Millionen Kinder, dass mittlerweile sogar die Elite-Hochschulen der USA sich um diese Kinder reißen. Die machen extra Homepages auf, weil sie merken, diese jungen Erwachsenen, die eben nicht in der Schule waren, sondern von Anfang an ihr Lernen eigenständig organisiert haben, die sind wirklich in der Lage, auch eigenständig später dann zu arbeiten. Und das ist wirklich sehr von Vorteil für das, was Studium eigentlich ausmacht und Forschung. Ne? Bei Ihnen läutet ein Telefon. Ja, kann man nicht ändern. Das heißt also, dass Homeschooling auch sehr erfolgreich sein kann, weil ich meine, Argument, das da dagegen gebracht wird, noch was lernen sie da schon groß. Und vielleicht auch die Frage, was müssen denn in den meisten Ländern für Voraussetzungen gegeben sein? Ich meine, man wird wahrscheinlich kaum sagen können, so mein Kind geht jetzt einfach nicht mehr in die Schule. Wie Sie gesagt haben, es gibt ja die Schulpflicht, die einer Bildungspflicht beikommt, oder man muss ihm eine Bildung ermöglichen. Ja. Das heißt, wie muss man denn diese Möglichkeit nachweisen, um sein Kind in diesen Ländern, wo es erlaubt ist, aus der Schule zu nehmen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei Ihnen in Österreich ist es zum Beispiel so, dass man einmal im Jahr die Kinder praktisch eine Prüfung machen müssen vom Schulamt. Ist das so angeordnet? Und wenn Sie dann eben den Stand Ihres Jahrgangs so weit haben, dass Sie, wenn Sie zur Schule gingen, versetzt werden würden, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann wird eben gesagt, dann müssen Sie zur Schule gehen. Es ist ein bisschen lustig, weil die Kinder, die in der Schule sitzen bleiben, da müsste man dann ja sagen, die müssen dann zu Hause bleiben. Im Umkehrschluss funktioniert es aber natürlich nicht. Aber es ist sicherlich ganz sinnvoll, dass der Staat da schon guckt, gedeihen die Kinder, lernen sie was, gibt es Probleme. Es wird oft auch ja argumentiert gegen die Bildungsfreiheit mit dem Argument, dass es ja Kinder gibt, die vernachlässigt werden oder misshandelt werden und dass man das ja dann in der Schule erkennen kann. Da muss ich allerdings sagen, finde ich es doch ein etwas aufwendiges Verfahren, alle Kinder ganztägig oder halbtägig das ganze Jahr hindurch von hochqualifizierten Lehrkräften betreuen zu lassen, um dann bei ganz wenigen Kindern blaue Flecke eventuell zufällig im Sportunterricht zu sehen oder sonst wie. Da wären doch andere Möglichkeiten der Kontrolle oder der Aufsicht des Staates oder des Schutzes der Kinder sinnvoller, denn das wäre ja im Grunde das ist ja gar nicht die Aufgabe der Schule eigentlich. Die Aufgabe der Schule soll es ja sein, den Kindern eine Bildung zu ermöglichen. Und wie wir alle wissen, seit PISA gelingt das durchaus nur teilweise. Und die Ergebnisse der Freilerner oder Homeschooler sind demgegenüber geradezu bombastisch. Das haben wir eigentlich gar nicht gewusst vorher. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, als wir anfingen, die Kinder zu Hause zu unterrichten. So haben wir auch angefangen. Da habe ich wirklich gedacht, so jetzt muss sich einer von uns jeden Vormittag Zeit nehmen und mit den Kindern lernen. Und dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass zwischen freiem Lernen zu Hause und Schulunterricht ein Riesenunterschied besteht.
das, was die Lehrer in der Schule machen und wovor ich wirklich Hochachtung habe, das ist ja, dass sie 30 Kindern zu einer vorgegebenen Zeit, am vorgegebenen Ort, einen vorgegebenen Inhalt, meist auch noch mit vorgegebener Methode, irgendwie unterbreiten müssen und das irgendwie in die Kinder reinkriegen oder an die Kinder rankriegen müssen. Und das ist eine hohe Leistung. Da geht es darum um Motivation, um Weckung der Aufmerksamkeit, darum, die Stärksten noch zu interessieren und die Schwächsten noch mitzunehmen und so weiter. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben ein Schüler-Lehrer-Verhältnis von 1:1. Wir kennen unsere Schüler seit vor der Geburt und wissen ganz genau, was sie im Moment interessiert. Wir wissen ganz genau, was sie schon wissen, was sie noch nicht wissen. Wir können anknüpfen in ihrem Leben. Und das hat dazu geführt, dass wir im Laufe der Zeit dazu übergegangen sind, eigentlich sie weitgehend in Ruhe zu lassen, weil wir irgendwann zunehmend gemerkt haben, eigentlich sind diese Kinder wirklich, wie ich schon vorhin schon gesagt habe, wie Bäume, und dieser Baum hat einen ganz klaren inneren Entwicklungsplan und weiß genau, jetzt interessiere ich mich dafür, jetzt will ich an der Stelle einen dicken Ast machen und dann später da noch Zweige und dann später kommt jetzt der Ast. Und in der Schule versuchen wir eigentlich diesen Wachstumsprozess, der durch die Interessen geleitet wird, zu simulieren, indem eben dann montags um 8 auf Kommando alle rechts oben an dem und dem Zweig jetzt ein kleines grünes Blättchen ausbilden sollen. Und in einigen Fällen oder in vielen Fällen gelingt das auch. Aber wir gehen immer davon aus, das ist vielleicht auch so eine alte abendländische Sichtweise, der Mensch ist böse von Jugend auf und faul, und eigentlich muss man die Kinder zwingen, was zu lernen. Von selber würden sie ja nur, so sind unsere Fantasien, auf dem Sofa liegen und Comics lesen oder so. Kann auch sehr lehrreich sein. Was auch sehr lehrreich sein kann. Im Übrigen, unsere Kinder wissen ganz, ganz viel über die amerikanische Geschichte und über das alte Ägypten von Donald Duck. Und sie wissen ganz alles über Börsen und Zinsen, über Dagobert Duck. Das ist ganz richtig, auch das bildet, weil es eben hängen bleibt, wenn es mit Interesse gelesen wird. Und wenn wir ihnen jetzt sagen würden, so ab heute lest ihr jeden Tag eine halbe Stunde Donald Duck, würde sie wahrscheinlich nach einer Woche jammern. Ja, aber ich, ja? Mir stellt sich da schon eine Frage. Und so, sie haben gesagt, also es gibt dieses 1:1-Verhältnis. Ja. Ist sicherlich ein Vorteil, man kann viel genauer auf das Kind eingehen etc., aber das kommt ja wohl nicht für allzu viele Leute in Frage, denn wer hat denn die Zeit, es gibt ja sehr viele Eltern, die haben einfach nicht die Zeit, ihr Kind jeden Tag 4-5 Stunden zu unterrichten. Was machen denn die? Erstens, also darauf gibt es 3 Antworten. Erstens, habe ich das eben schon angefangen zu erzählen, wir unterrichten die Kinder gar nicht jeden Tag 3-4-5 Stunden, weil wir gemerkt haben, dass das gar nicht nötig ist, sondern wir lassen sie weitgehend in Ruhe und eben ihre eigenen Pläne verfolgen. Die haben dann übrigens nach kurzer Zeit einen eigenen kleinen Comic-Verlag gegründet und der Jüngere malt wie ein Weltmeister seit fast einem Jahr. Jeden Tag zeichnet er mehrere Stunden Comic-Geschichten und schreibt sie auf und zeichnet sie. Und der Größere malt die Cover und übernimmt das Marketing, indem er die Verwandten und Freunde darauf aufmerksam macht, was das für tolle Comics sind. Mhm. Und bei dem Prozess, den sie sich selber gewählt haben, zum Beispiel jetzt mit dem Comic, ist ja nur ein Beispiel, da lernen sie ganz, ganz vieles, was sie in der Schule auch lernen würden. Nur sie merken das gar nicht, weil sie damit beschäftigt sind, ihr Ziel zu verfolgen, ihr Projekt zu verfolgen. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, ich glaube auch, dass auf absehbare Zeit das nur ein Modell ist, was nur ganz wenige Familien werden leben wollen. Und das macht ja auch nichts. Das müssen ja gar nicht alle machen. In Österreich, wo es ja seit, ich glaube, 1949 erlaubt ist und davor auch nicht verboten war, abgesehen jetzt von der Nazi-Besatzung, sind, glaube ich, 0,3% der Kinder zu Hause und lernen zu Hause, obwohl es problemlos beantragt und genehmigt werden kann. In Kanada, wo man sogar Geld dafür kriegt, also wirklich finanzielle Unterstützung erhält, wenn man seine Kinder selber bildet,
was immer noch ein Bruchteil von dem ist, was der Staat spart im Übrigen an Geld für jedes Kind, was nicht zur Schule geht. Auch ein interessanter Aspekt übrigens. Also, ja, klar. Also selbst in Kanada, wo es also wirklich noch erleichtert wird, sind es, glaube ich, 4% oder so der Kinder. Und am USA nähern sich jetzt den 5 oder 6%. Na gut. Aber es ist überall eine kleine Minderheit. Die andere Gegenfrage ist, ja und? Müssen ja nicht alle machen, aber die Möglichkeit, das zu machen, würde eben für die Eltern und Kinder, für die das wichtig und gut und richtig ist, eine ganz große Erleichterung darstellen oder stellt es eben in den meisten Ländern außer Deutschland dar. Und das reicht ja. Wir sind ja pluralistische Staaten und insofern dürfte es eigentlich gar kein Problem sein. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Das heißt, wenn die Kinder gut gebildet sind und gut sozialisiert sind und man anhand der Erfahrungen, die es ja im Ausland zuhauf seit vielen Jahren gibt, feststellt, die sind nicht nur durchschnittlich gut integriert in die Gesellschaft, sondern gehen zum Beispiel überdurchschnittlich oft wählen, sind überdurchschnittlich oft ehrenamtlich engagiert und all diese Dinge. Die Kriminalität ist sozusagen kaum messbar. Das heißt, der Erfolg gibt eigentlich der Methode Recht, zumindest für die Familien, die es tun. Das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt die Schulen abschaffen würde, dann auf einmal bei allen Kindern diese tollen Ergebnisse kämen. Und niemand von den Menschen hier in Deutschland, die für Bildungsfreiheit kämpfen, zum Beispiel das Netzwerk Bildungsfreiheit, in Deutschland ist da so der Dachverband eigentlich, hat auch eine entsprechende Homepage. Niemand von diesen Leuten möchte gerne die Schule abschaffen, sondern was wir uns wünschen, ist einfach nur Bildungsfreiheit. Das heißt, dass man das freie Lernen zu Hause als eine Möglichkeit unter vielen etabliert. Das war Antwort Nummer 2. Und Antwort Nummer 3 ist, dass wir ganz oft zu hören kriegen, heutzutage, das ist ja jetzt auch gerade bei der Krippendiskussion in Deutschland, wird das immer wieder gesagt, heutzutage ist es nun mal so, dass beide Eltern arbeiten müssen, weil man sonst davon nicht leben kann und den Lebensstandard nicht halten kann. Und das, da ist sicherlich insofern was dran, als die Eltern, die sich dafür entscheiden, intensiv mit ihren Kindern zusammenzuleben, natürlich Einkommenseinbußen haben. Und wir arbeiten natürlich weniger, als wenn unsere Kinder jetzt zur Schule oder sogar zur Ganztagsschule gehen würden. Und deswegen verdienen wir auch weniger. Und wir sind sehr glücklich damit, weil uns diese Lebensqualität, die wir haben, diese Zeit, die wir mit unseren Kindern in Frieden verbringen können und diese Freude, die wir daran haben, wie gut sie gedeihen und wie wohl sie sich fühlen, uns einfach wichtiger sind als jetzt eine Urlaubsreise oder ein neues Auto oder ein größeres Haus oder all diese Dinge. Und ich glaube, das ist auch eine grundsätzliche Entscheidung, die man treffen kann oder könnte, aber ja nicht muss. Das heißt, es ist sehr individuell. Jetzt gibt es aber auch Eltern, die nicht unbedingt befähigt sind, möchte ich jetzt mal sagen, ihre Kinder zu unterrichten. Ja? Also die jetzt einfach ihnen vielleicht nicht genau die Bildung geben. Sie wissen, was ich meine. Also einfach. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Wunderbare Fragen. Sie stellen genau die Fragen, die ich immer schon gefragt werden wollte. Aha, okay. Und zwar ist uns das auch oder wird uns das auch heute noch immer wieder vorgehalten oder wir werden gefragt und dass gesagt wird, naja, Sie sind ja jetzt nun beide Akademiker und das ist doch elitär, was ihr da macht und andere Eltern können das gar nicht und ich würde mir das nie zutrauen und so weiter. Das hat uns am Anfang auch immer so ein bisschen getroffen und wir haben gedacht, ja, stimmt, das ist natürlich wirklich irgendwie ungerecht. Inzwischen sind wir da aber ganz beruhigt, weil es wunderbare Studien gibt aus England und den USA, die etwas ganz Erstaunliches zutage gefördert haben, was ich absolut begeisternd finde. Und zwar ist es ja so, dass besonders in Deutschland sehr extrem, in den mal allen anderen Ländern aber auch deutlich, es ja einen Zusammenhang gibt zwischen schulischem Erfolg der Kinder und Bildungsstand, Einkommen, Sozialstatus etc. der Eltern. Ja, das ist sehr deutlich. Und in Deutschland ist es so extrem wie in keinem anderen PISA-Land. Also ich glaube, der Sohn des deutschen Architekten hat eine 5-mal höhere Chance bei gleicher
schulischer Leistung oder gleicher Intelligenz das Abitur zu machen als die Tochter der türkischen Putzfrau, so grob verkürzt gesagt. Mhm. Und jetzt hat es zum Beispiel in England eine Professorin gegeben, Frau Rothermel, Paula Rothermel, die hat untersucht, wie ist denn das eigentlich bei den Freilernern, bei den Kindern, die zu Hause lernen oder bei den Homeschoolern. Und dann hat sie etwas festgestellt, und das ist dann auch in mehreren anderen Studien bestätigt worden, was sie völlig von den Socken gehauen hat, dass nämlich dieser Unterschied, dieses Geknüpftsein des Lernerfolges an den Status und an die Bildung der Eltern, bei den Familien, die Homeschooling machten, weg war. Es war sogar so, dass die Kinder im Grundschulalter bei diesen standardisierten schulischen Tests, denen die sich dann im Rahmen dieser Studie unterzogen haben, die Homeschool-Kinder, sogar ein bisschen besser abgeschnitten haben, als die Kinder von Akademiker-Eltern. Und dann hat man geguckt, woran liegt denn das? Das ist ja völlig verrückt. Und hat dann Folgendes festgestellt. Dieser Unterschied, dass die Kinder im Grundschulalter sogar besser waren, hat sich dann in späteren Jahren normalisiert, dahingehend, dass die Kinder der weniger gebildeten Eltern nur noch genauso gut waren wie die Akademikereltern. Man muss dazu natürlich sagen, dass das jetzt kein Durchschnitt der Bevölkerung ist, denn die Eltern, wo die Kinder einfach nur die Schule schwänzen, weil die Eltern morgen nicht aus dem Bett kommen, da schneiden die Kinder natürlich, wenn sie Homeschooling machen, schlechter ab. Das ist ja ganz klar. Solche Eltern machen aber auch überhaupt kein Homeschooling. Aber bei den Eltern, die sich eben da, wo es erlaubt ist, dafür entschieden haben, schneiden die weniger gebildeten, die Kinder aus weniger gebildeten Elternhäusern genauso gut ab wie die anderen, weil ihre Eltern sie nämlich toll finden und davon überzeugt sind, dass ihre Kinder super sind und gut lernen. Und die Kinder tun das auch, weil jedes Kind eigentlich super ist und gut lernt. Und in der Schule werden diese gleichen Kinder, weil sie nicht die richtigen Pullover anhaben, weil sie die falsche Hautfarbe anhaben, weil sie einen bestimmten Geruch haben oder in der falschen Straße wohnen, schon von vornherein diskriminiert. Es gibt ja diesen alten Pädagogenwitz mit der Nachprüfung zum Sitzenbleiben, wo Peter gefragt wird, Peter, buchstabier mal Vater, V-A-T-E-R, ja gut, wunderbar, kommst weiter. Und Liese, buchstabier mal Mutter, M-U-T-T-E-R, ja, richtig. So, und Ahmed, jetzt buchstabier du uns doch mal systemimmanente Ausländerdiskriminierung. Ja? Und diese systemimmanente Diskriminierung sozial schwacher Kinder, die wirkt sich in der Schule so aus, dass die Kinder, weil die Lehrer einfach schon von vornherein sie in eine bestimmte Richtung sortieren, schlechter abschneiden. Und das ist dann natürlich ein Teufelskreis, der sich verselbstständigt. Wenn diese Kinder in geordneten Verhältnissen zu Hause lernen dürfen, unterstützt von Eltern, die zwar nicht Latein können, die aber ihre Kinder toll finden und bejahen und sie stärken und nicht finden, mein Gott, was hast du denn für Eltern? Oder was hast du denn für einen Pullover an, der ist ja gar nicht von Adidas. Dann lernen diese Kinder besser, als wenn sie zur Schule gehen würden. Und die Mütter, meistens sind es eben ja doch die Mütter, bei uns ist es geteilt, weil wir beide eben halb arbeiten und halb die Kinder versorgen und den Haushalt. Und wir arbeiten auch zu Hause eben. Aber bei vielen Familien sind es eben die Mütter. Die weniger gebildeten Mütter, die wissen, dass sie weniger gebildet sind und deswegen halten sie sich gerade im Grundschulalter enger an Lehrbücher und an Schulbücher, um ja nichts falsch zu machen. Und deswegen schneiden diese Kinder dann in diesen Tests, die natürlich auf die Schulbücher abheben, besser ab als die Kinder von den Akademikermüttern, die sich eher entspannt zurücklehnen und sagen, ich bin schlau, meine Kinder sind bestimmt auch schlau, wird schon nicht schief gehen, lass die mal im Sand spielen. Okay, finde ich sehr spannend, dass es also tatsächlich diese Statistiken gibt. Also ja. Hätte ich natürlich nicht gedacht. Wie geht aber das jetzt dann weiter? Also Ihre Kinder sind jetzt, ich glaube, das eine ist im Volksschulalter, das andere schon im, bei uns heißt das Hauptschulalter. Würde jetzt kommen, ja. Wie lange können Sie denn Ihr Kind selbst unterrichten? Die gesamte Schulzeit bis zum Abitur, oder? Also die Erfahrung in den anderen Ländern zeigt, dass das überhaupt kein Problem ist. Und wie gesagt, die Universitäten, Harvard und MIT und so weiter, sich die Finger schlecken nach diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen.
weil die eben von Anfang an daran gewöhnt sind, sich selbst zu organisieren und zu einem Interessensgebiet selber sich Informationen ranzuholen. Und nichts anderes ist ja Forschung und dann damit weiterzugehen. Ne? Gut, Moment. Ja? Und je älter die Kinder werden, desto weniger brauchen sie ja eigentlich jemanden, der ihnen Sachen oben reinstopft, Wissen, sondern umso mehr sind sie ja in der Lage, sich aus Büchern, aus dem Internet und so weiter selber zu bilden. Und die Jugendlichen suchen sich auch Mentoren. Unser kleinerer Sohn, der jetzt ja erst 8 ist, also noch voll im Volksschul- oder Grundschulalter, hat zum Beispiel festgestellt, oh, da gibt es hier bei uns in der Nähe einen Kurs, der wird angeboten von einem Künstler in Comiczeichnen. Und da sie ja nun einen Comicverlag haben und er sowieso den ganzen Tag Comics zeichnet, hat er mit Wonne sich da angemeldet und wir haben dann eben gefragt, eigentlich war dieser Kurs erst ab 12, aber der hat sich mit Thomas unterhalten und hat gesagt, klar, kannst du mitmachen. Und jetzt stiefelt Thomas da jeden Freitag hin und lernt von diesem Mann tolle Tricks beim Comiczeichnen und glüht, freut sich die ganze Woche auf diese Stunde. Und ich bin sicher, oder ich sehe es ja auch bei den Älteren, dass sie sich auch Mentoren und Lehrer selber suchen. Außerdem ist es in den Ländern, wo es erlaubt ist, zunehmend so, und das finde ich ganz großartig, dass es eine Kooperation gibt zwischen den Schulen und den freilernenden Kindern. Denn Schulen sind ja im Prinzip wunderbare Einrichtungen und wunderbare Ressourcenquellen. Die haben Büchereien, die haben Physikräume, die haben Chemielabors, die haben Fotolabors, sind reich ausgestattet, Turnhallen und so weiter. Und in den USA zum Beispiel und auch in England ist es ganz oft so, dass gerade die älteren Kinder dann sagen, Mensch, diese Schule, die bietet da einen tollen Physikleistungskurs an, da möchte ich gerne mitmachen. Oder sie machen bei bestimmten Arbeitsgruppen mit und suchen sich das selber. Manche entscheiden sich dann auch tatsächlich irgendwann zu sagen, so jetzt probiere ich es mal und gehe mal zur Schule. Oder sie wählen sich praktisch gezielt ein paar Fächer aus. Das ist natürlich wunderbar und genau ideal. Ne? Und die Nena, diese Popsängerin, hat ja in Hamburg gerade viel beachtet von den Medien, eine Schule genehmigt bekommen, die nach dem Sudbury-Prinzip funktioniert. Das heißt, es ist eine demokratische Schule, wo es auch keine Lehrpläne gibt, wo die Kinder selber bestimmen dürfen, was, wann, wo, mit wem sie lernen. Und das ist im Grunde kommt schon nah ans Homeschooling ran und ist eine ganz prima Sache. Und die Tatsache, dass diese Schule genehmigt worden ist, wenn auch vielleicht mit Promi-Faktor, aber immerhin, es ist ein Anfang, macht uns eigentlich viel Hoffnung, dass sich da einfach noch eine größere Vielfalt entwickeln wird im Laufe der nächsten Zeit. Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, ich meine, Sie haben da jetzt von Ihrem Sohn gesprochen, der sich da quasi seinen Mentor gesucht hat. Ja. Und was macht, was ihm unglaublich viel Spaß macht. Das wird, glaube ich, auch ganz allgemein nicht so als Bildung gesehen, komischerweise. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Lernen darf jetzt nicht allzu viel Spaß machen, weil dann ist es nichts Gescheites. Ne? Dann wissen Sie, was ich meine? Ja. Ja, das stimmt. Das wird uns auch immer wieder vorgehalten, ja, nach dem Motto, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen und es muss sauer fallen. Das ist dieses ganze Arbeitsethos, was wir alle ja verinnerlicht haben, nach dem Motto, ach nein, das hat mir ja Spaß gemacht, dafür brauche ich nichts zu kriegen. Eigentlich darf Arbeit ja schon Spaß machen und ich glaube, sie muss Spaß machen, aber das natürlich, ist natürlich, dann ist sie wirklich gut. Ja. Ja. Dennoch, also ich muss dann ein bisschen einhaken. Gut, jetzt Sie können Ihre Kinder natürlich bis zur Matura-Reife bringen. Und Sie wissen schon, auf was ich jetzt hinaus möchte. Was ist aber, wenn jemand selbst nicht die Matura hat, dann kann er wohl kaum seinem Kind, ich meine, außer man fand dann mit 40 Jahren höhere Algebra und so weiter zu lernen. Höhere Algebra jetzt nicht, aber ich meine Mathematikstoff ab der Oberstufe. Ich meine, jemand, der jetzt selbst nicht die Matura hat, kann seine Kinder nicht zur Matura bringen. Heißt das jetzt, dass im Homeschooling-Konzept man immer nur jenen Abschluss haben kann, den auch seine Eltern gehabt haben? Das kann es ja auch nicht sein, aber es soll Kinder geben, habe ich mal vage gehört, die zum Beispiel, und das ist ja etwas, was allgemein völlig, sagen wir mal, das ist ein Allgemeinplatz, da werden Witze drüber gemacht, dass heutzutage die Kinder ihren Eltern zeigen, wie man den Computer bedient.
Ja? Und das haben die Kinder ja gelernt, auch obwohl die Eltern das nicht wussten. Und überhaupt hat sich ja die gesamte Bevölkerung und vor allen voran die Kinder in dem ganzen Gebiet des Computerns zum Beispiel, in der Arbeit mit dem Computer, im Umgang, im Programmieren, die ganzen Hacker-Clubs und Chaos-Computer-Club und so weiter, das sind ja alles junge Leute, die alle weitaus besser mit dem Computer, das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel, um Ihnen deutlich zu machen, dass nicht wir unsere Kinder zur Matura bringen, so wie man halt so einen Mehlsack zur Mühle bringt, sondern dass unsere Kinder ja eine eigene Motivation haben. Und das, was sie interessiert, sprich Computer, da ist es ja wirklich, da hat es sich ja jetzt schon eigentlich umgekehrt, weil die Kinder da ein Feld hatten, was interessant ist, was lukrativ ist und wo sie ihre unglaubliche Intelligenz, die sie ja eigentlich fast alle mitbringen, anwenden konnten, ohne dass die Eltern ihnen da zu viel reinquatschen oder die Lehrer, weil sie nämlich selber überhaupt keine Ahnung haben. Das zum Thema, jedes Kind kann nur so viel lernen wie die Eltern. Das ist natürlich, geht davon aus, wirklich von Mehlsäcken. In Wirklichkeit gibt es ja dieses herrliche Wort von Khalil Gibran, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind wie Pfeile, die von euch ausgeschossen werden und ihr habt keinen Zugang zu ihrer Welt, nicht einmal in euren Träumen. Diesen Text kennen vielleicht viele. Eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Antwort auf die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst oder so ähnlich geht es. Ich kenne es, ja. Ich habe schon mal irgendwo gelesen. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen, ja. Genau, ja. Und genau so ist es. Und das ist Punkt 1, was man dazu sagen könnte, dass sozusagen diese Überzeugung, wenn Mama nicht Latein kann, ist es dem Kind auch verwehrt, Latein zu können, ist einfach Quatsch. Das sehen wir auch bei den Migrantenkindern. Die können alle besser Deutsch als ihre Eltern. Einfach noch, weil sie jünger sind und weil sie Kontakt haben und weil sie es gerne lernen wollen. Punkt 2 ist, aber das ist jetzt sozusagen, da begebe ich mich jetzt auf waghalsiges Gebiet. Inzwischen sind mein Mann und ich eigentlich an einem Punkt, wo wir finden, wenn unsere Kinder irgendwann das Gefühl haben, sie möchten gerne die Matura machen oder das Abitur, weil sie das und das studieren wollen oder überhaupt studieren wollen oder so, oder weil sie es aus irgendeinem Grund wichtig finden, dann haben sie die Motivation und dann ist es ein Klacks, wirklich ein Klacks, sich das nötige Wissen zu erarbeiten. Das ist nämlich ja gar nicht so ein Wunderwerk an Wissen. Und es gibt heute unendlich viel Hilfsmittel, es gibt Nachhilfegruppen, es gibt Abiturvorbereitungsgruppen, es gibt Abendschulen, es gibt das Internet mit unermesslichen Möglichkeiten. Und wenn die Kinder aber zu dem Schluss kommen sollten, oder unsere Kinder jetzt mal, im Moment interessiert sie das gar nicht und sie wissen gar nicht, warum sie jetzt eigentlich Integralrechnung können sollten, dann fänden wir das auch okay. Denn eigentlich geht es uns darum, dass unsere Kinder zu Menschen heranwachsen, die wissen, was sie wollen und die das auch tun und die spüren, was ihnen gut tut und die ihrem Herzen folgen, jetzt mal etwas pathetisch vielleicht ausgedrückt. Und ob dafür ein Abitur oder eine Matura unerlässlich ist, das sei dahingestellt. Und die Geschichte und Biografien berühmter Menschen sind voll von Leuten, die in der Schule völlig gescheitert sind oder gar nicht erst zur Schule durften, weil, und aus denen später die dollsten Menschen wurden oder die Bedeutendes geleistet haben. Umgekehrt ist es so, ich habe ein Abitur mit Auszeichnung, aber fragen Sie mich mal, ob ich Integralrechnung kann. Kann ich natürlich nicht. Das konnte ich mal 3 Monate lang um die Arbeiten herum. Mhm. Die Gehirnforschung hat ja schon lang gezeigt, in den letzten 20 Jahren, es gibt es ja die Bücher von dem Manfred Spitzer zum Beispiel und von dem Professor Hüther, die Gehirnforschung weiß schon ganz lange, dass die Art und Weise, wie wir unsere Kinder lernen lassen, nämlich auf eine Arbeit hin, in der dann der Stoff der letzten 4 Wochen abgefragt wird, absolut kontraproduktiv ist und dazu führt, dass das Gehirn das nur in den temporären Arbeitsspeicher packt und danach sofort löscht. Und wir alle wissen als Erwachsene fast nichts mehr von dem, was wir 13 oder 10 Jahre in der Schule gelernt haben. Und da wird ja auch ganz offen drüber geredet. Jetzt lernt man 3 Tage auf die Arbeit und danach ist es sofort weg.
Andere Frage, die sich natürlich stellt, ist, also wenn Kinder in die Schule gehen, dann sind sie natürlich sehr viel mit Gleichaltrigen zusammen etc. und müssen sie da irgendwie behaupten. Das ist kann sehr unangenehm sein. Aber man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, na, da lernt man aber auch was, nämlich sich durchzusetzen. Ja. Und sozial lernt man auch sehr viel. Bin auch überzeugt, dass man da viele Dinge lernt. Fehlt das nicht den homeschoolten Kindern, dass sie... Könnte man denken, ne? Ja. Haben wir auch uns große Sorgen gemacht und haben gedacht, wie soll das werden? Und dann müssen wir aber irgendwie unbedingt dafür sorgen oder weiß der Zippi. Wir haben inzwischen festgestellt, dass es bei unseren Kindern so ist, dass sie jetzt mehr Kontakte zu anderen Kindern haben, wirkliche Kontakte. Also dadurch, dass man 6 Stunden lang mit 30 anderen Kindern in einem Raum sitzt, hat man ja noch keine Freunde, ne? Oder auch Feinde, sondern das ist halt ein physisches Zusammensitzen. Und es gibt viele, viele Schulkinder, die ich kenne, die jeden Mittag nach Hause kommen und traurig sagen, Mama, ich habe immer noch keinen Freund und keiner will mit mir spielen und dies und das. Also Punkt 1, Schule ist kein Garant für soziale Kontakte und gelungene Sozialisation. Im Gegenteil, da würde ich gern gleich nochmal drauf kommen und dann eben über die Ergebnisse der Bindungsforschung sprechen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass unser älterer Sohn, der Jüngere ist ja ehrlich gesagt nur ein paar Wochen zur Schule gegangen, dann hat es ihm gereicht, in der Zeit, wo er zur Schule ging, eigentlich jetzt keine sozialen Probleme hatte, größere, aber für ihn war das so anstrengend, den ganzen Vormittag mit 30 lauten Leuten in einem Raum zu sein und dann noch morgens früh um 7:15 mit dem Schulbus hin und mittags wieder zurück und so weiter. Der war einfach platt mittags und hatte im Grunde überhaupt nicht mehr die Kraft, mit anderen Kindern was zu machen. Er wollte bloß noch seine Ruhe haben. Jetzt ist es so, dass er im Kinderchor singt, er spielt im Posaunenchor, übrigens mit Kindern und Erwachsenen zusammen, was ich auch für sehr gesund halte, dass Kinder nicht nur in so einem Kinderghetto aufwachsen. Er spielt im Fußballverein und da unsere Kinder haben Freunde, die herkommen oder auch in der Nachbarschaft wohnen und mit denen sie viel zusammen sind und wo ich sie als super, also das ist einfach erfreulich, die spielen zu sehen. Die spielen Stunden und Tage friedlich und übernachten bei Freunden und machen Projekte zusammen und singen mit anderen und machen alle möglichen tollen Sachen und natürlich auch ganz normale Sachen. Also eher haben sich jetzt mehr Kontakt und eine bessere Sozialisation. Und dann zu dem Punkt, der ja auch zur Schule gehört, nämlich diese Negativerfahrung und dass man sich durchsetzen muss. Da haben wir auch gedacht, naja, das können wir natürlich jetzt nicht künstlich herstellen, ist ja klar. Wäre nicht Sinn der Sache, würde ich sagen. Ne? Ja? Das wäre nicht so ganz Sinn der Sache wahrscheinlich. Genau, das kann ja nicht sein. Aber dann haben wir festgestellt, brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Dann war es nämlich so, dass unser älterer Sohn unbedingt Fußball spielen wollte. Letztes Jahr nach der Weltmeisterschaft hat er dann den ganzen Sommer wie ein Wilder mit seinem Bruder im Garten gekickt und geübt und wollte dann unbedingt. Und wir haben so innerlich ein bisschen bange uns angeguckt, weil wir gesagt haben, mein Gott, er war 9 damals und vorher wollte halt nie Fußball spielen und wenn er jetzt zu den 9-Jährigen kommt, und das ist ja nach Jahrgängen geordnet, die anderen, die trainieren da schon 4 Jahre und da wird er derartig der Letzte sein und der Schlechteste, huiuiui, das wird aber heftig und mein Mann hat gesagt, komm, da geht er 3-mal hin, dann hat er die Nase voll, das hält keiner durch. Ne? Und jetzt ist er eben fast ein Jahr dabei und hat sich da reingebissen. Er war natürlich wirklich der Schlechteste. Erstens hat ihm das Training gefehlt, zweitens ist er eh ein ganz langes, dünnes Reck und nicht so ein Körper- Koordinationsgenie. Er war wirklich der Schlechteste, mit Abstand. Und die anderen haben ihn wüst gemobbt und geh zu Hause, alte Scheiße, hat der Türke zu ihm gesagt. Und haben ihn wirklich das spüren lassen, dass sie ihn eigentlich gar nicht haben wollen und so weiter. Aber der Wunsch, Fußball zu spielen, war so groß, dass er erstens immer wieder hingegangen ist, im Anfang wirklich jedes Mal mit Bauchweh vorher, aber er wollte unbedingt hin, er hat es durchgehalten. Und was uns besonders gefreut hat, er hat zwar erzählt, was sie zu ihm gesagt haben und wie fies die waren und so weiter, aber er hat trotzdem die anderen Kinder geachtet. Also er hat dann zum Beispiel gesagt, Mama, der Türke, der ist zwar fies zu mir, aber der kann echt super Fußball spielen. Und das war nämlich in der Zeit in der Schule ganz anders gewesen. Da war es nämlich so, dass er mittags nach Hause kam, voller Empörung und sagte, Mama, warum sind die türkischen Jungs immer so frech?
heute war wieder überhaupt kein richtiger Unterricht. Da hat wieder einer die Lehrerin angespuckt und die ganze Zeit geht's nur um Strafen und Disziplinierung. Und die haben solche Mühe mit den türkischen Jungs und wir mussten dann im Grunde immer abwiegeln und sagen, ja, und das liegt daran und die haben eben ein ganz anderes Frauenbild und bla 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 und die haben es auch schwer und die werden zum Teil noch gehauen und nimm's ihm nicht übel und so weiter. Aber er hatte im Grunde überhaupt keine Achtung vor diesen Kindern, weil er sie nur in einer Rolle erlebt hat als Störer und Nerver. Im Fußballverein, wo er freiwillig mit ihnen zusammen war, hat er sie zwar auch als durchaus unfreundlich und so weiter erlebt, weil er eben auch schlecht war und die das natürlich ihn auch haben spüren lassen, dass da so ein deutsches Jüngelchen ankommt mit Spaghettibeinen und findet, er will jetzt mitspielen. Aber er hat sie trotzdem geachtet, weil er sie auch in ihrer Kompetenz erlebt hat. Und für das Ausländerbild sozusagen unserer Kinder hat der Fußball eine ganz, ganz positive Auswirkung gehabt. Hm. Selbst wenn sie eben da nicht immer nett behandelt werden, sie erleben aber die ausländischen Kinder in ihrer Kompetenz und wie toll die Fußball spielen können zum Beispiel, ne? Ja. Aber die Schule hat eine negative Auswirkung gehabt. Eines der Gründe für diese Homeschooling-Sache ja. ist ja unter anderem, Sie haben es jetzt ein bisschen angesprochen, Gewalt in der Schule. Ja. Jetzt gibt es aber auch Gewalt zu Hause. Ja. Wie schaut es denn da jetzt aus? Ich meine, ist da nicht die Gefahr, wenn also jetzt Leute ihre Kinder selbst unterrichten, dass sie vielleicht über-ehrgeizig werden? Ich meine, wie Sie das beschreiben, wundere ich mich die ganze Zeit, warum gibt es überhaupt noch Schulen? Ne? Aber das freut mich. Naja, gut, aber wenn man dann drüber nachdenkt, ich meine, ich glaube nicht, dass das für jede Familie und auch für jedes Kind wirklich das Optimale ist. Also das ist meine persönliche Meinung. Es gibt aber sicher Kinder, für die ist das super, also ihre Kinder offenbar. Und dann gibt es aber Familien, in denen zu Hause Gewalt herrscht. Ja. Und sollen die jetzt dann ihre Kinder unterrichten und es in sie hereinprügeln? Oder? Also dazu ist mehreres zu sagen. Erstens gibt es natürlich überhaupt keine Regelung, die nicht missbraucht werden kann. Ja? Da müsste man zum Beispiel, dürfte der Staat müsste sofort verbieten, dass die Leute selber Auto fahren und man dürfte nur noch mit dem staatlichen Busfahrer fahren, weil es immer wieder Leute gibt, die besoffen Auto fahren und dabei andere totfahren. Ja? Man kann nur aus der Tatsache, dass es in Einzelfällen Missbrauch gibt, nicht allen Bürgern bestimmte Rechte beschneiden. Zumindest ist das die Position der meisten Menschen, was Autofahren angeht, obwohl da jedes Jahr mehrere tausend Menschen zu Tode kommen. Und das halte ich auch in Grenzen für richtig. Ich wäre zwar für mehr Tempolimits und durchaus für mehr Busfahren, aber es ist ja, kann man ja auch anders regeln, nämlich durch attraktiven öffentlichen Nahverkehr, um jetzt im Bild zu bleiben, als durch Verbot und Kriminalisierung der Homeschooler, denen das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wird in Deutschland oder also, sogar im Gefängnis leiden. So, der eine Punkt. Ja. Der andere Punkt ist, wenn jetzt, es gibt natürlich Eltern, die ihre Kinder schlagen, es gibt Eltern, die überehrgeizig sind, die gibt es übrigens auch sehr wohl, das sind auch die Eltern jetzt von Schulkindern und der Anteil der Kinder, die mit Beruhigungsmitteln und so weiter in die Schule geschickt werden, weil sie solche Angst haben vor ihren Zensuren, weil sie dann wieder Prügel kriegen. Jedes Jahr, wenn es Zeugnisse gibt, gibt es die Aufrufe an die Kinder, sie sollen sich ans Nottelefon wenden und die Aufrufe an die Eltern, sie sollen ihre Kinder leben lassen, auch wenn sie sitzen geblieben sind. Es ist nicht lustig, Entschuldigung, aber es ist unglaublich, was da passiert teilweise. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist absolut Wahnsinn. Und der Ehrgeiz der Eltern ist ja auch, also das ist ja auch ein Punkt, wo ich immer finde, da werden immer die Lehrer dafür verantwortlich gemacht, dass sich die Kinder in der Schule nicht wohlfühlen. Man muss aber auch sehen, wie viele Eltern wirklich unglaublich ehrgeizig für ihre Kinder sind, aus der Sorge heraus, dass sie dann auch hinterher einen Arbeitsplatz finden und dass sie weiterkommen, aber ihnen wirklich die Jugend sozusagen nur noch aus Lernen besteht. Im Moment ist es in Deutschland so mit dieser ganzen, dass jetzt das Abitur schon nach 8 Jahren gemacht werden soll, dass immer wieder es Rechnungen gibt, wo vorgerechnet wird, dass die Jugendlichen zum Teil mehr als 40-Stunden-Wochen haben, weit mehr sogar, und dass sämtliches Freie einfach nur mal spielen oder so völlig hinten runterfällt. Gut, das ist der eine Punkt. Das heißt, durch ein Verbot des Homeschoolings wird man nicht ehrgeizige und gewalttätige Eltern befrieden.
Das einzige Argument, was man da bringen könnte, wäre die Kontrolle. Die Kontrolle des Zustands der Kinder muss aber ja nicht erfolgen, indem jedes Kind gezwungen wird, 5 Tage in der Woche, 6 oder 8 Stunden sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten, um dort zu lernen, sondern man könnte diese Kontrolle ja auch so wie andere Länder das machen. Die machen das ganz ohne Zwang. Zum Beispiel in den skandinavischen Ländern gibt es das Prinzip der Familienhebamme. Das ist freiwillig. Bei uns denkt man gleich wieder, wir sind halt jetzt die Deutschen halt sehr Pflicht- und Befehlsverliebt. Da überlegt man dann gleich wieder Zwang- und Pflichtuntersuchungen beim Arzt, was dann natürlich genau die Kinder nicht erfassen würde, weil die dann eben doch nicht hingebracht werden würden, die wirklich blaue Flecke oder gebrochene Knochen haben. Aber in anderen Ländern geht man da so mit um, dass man das sehr attraktiv macht. Diese Familienhebammen, die kommen, die geben wirkliche Hilfe und Unterstützung. Und das wird, obwohl oder gerade weil es freiwillig wird, von über 90% der Eltern in Anspruch genommen. Natürlich wird es immer wieder einzelne grausige Fälle geben, wo die Kinder dann im Kühlschrank gefunden werden, wie hier der Kevin in Bremen, oder im Blumentopf, wie in Ostdeutschland, vergraben und so weiter. Das sind Einzelfälle, die kann man nie ganz ausschließen. Das ist wirklich dann wie mit dem Unfall beim Autofahren oder dem Besoffen am Steuer sitzen. Aber deswegen praktisch allen Bürgern dieses Recht vorzuenthalten, finde ich, ist einfach eine verkehrte Argumentation. Mhm. Sondern dieses Geld, was man sparen würde, wenn man diesen Zwang aufheben würde, könnte man in gezielte Aufsicht des Staates und gezielte Kontrolle meinetwegen auch richten, dass man die Kinder einmal im Monat oder einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr, wie in Österreich ja offensichtlich völlig ausreichend ist, anschaut. Außerdem ist es natürlich so, dass die Familien, die ihre Kinder zu Hause lernen lassen, sehr wohl wissen heutzutage, in Deutschland sowieso, aber auch in den anderen Ländern, dass sie tendenziell genauer beobachtet werden als die Kinder, die zur Schule gehen. Das heißt, gerade die Eltern, die etwas zu verbergen haben, können in der Schule viel leichter untertauchen in der Masse, als wenn wir jetzt unsere Kinder schlagen würden, dass hätten, glaube ich, die zahlreichen Journalisten und Beamte und so weiter, mit denen wir Kontakt haben, schon mitgekriegt. Ja, und Sie sprechen natürlich darauf an, dass in Deutschland das noch verboten ist. In den meisten anderen Ländern ist es erlaubt. Ja. Was mir dazu noch so eingefallen ist, ich glaube, dass auch das Internet ein sehr wichtiger Faktor ist, dass dieses Homeschooling auch immer besser durchgeführt werden kann und die Kinder auch an das Material da irgendwie vielleicht leichter rankommen. Und dann, ja, gefällt mir so gut, dass Sie sagen, also es ist natürlich nicht das Allheilmittel, Homeschooling, für alle gesellschaftlichen Probleme, aber offenbar, das glaube ich schon, dass es für gewisse Kinder sehr, eine sehr, sehr gute Alternative ist. Ja. Es ist wahrscheinlich dann relativ schwierig, da es ist, ich nehme an, dass das Ganze selbst reguliert. Ich glaube, dass sich das Ganze wahrscheinlich selbst reguliert, nehme ich an, aber bitte. Ja, ich würde dazu gern sagen, dass es für die Kinder, die es machen, gut ist, wunderbar. Meiner Ansicht nach hat aber diese Tatsache, ob es in einem Land oder wenn es in einem Land Homeschooling gibt, einen positiven Einfluss oder kann diesen positiven Einfluss haben auf die Krise, in der die Schule sich gegenwärtig befindet. Denn es ist ja so, dass die Krise der Schule zumindest zum Teil auch damit zusammenhängt, dass unsere Welt sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit einem immer sich steigernden Tempo rasant verändert. Ja? Ob das jetzt aufs Jahr 2012 hinläuft oder mit anderen Sachen zusammenhängt, ist ja egal. Aber es verändert sich rasant und die Schule als riesige zentralistische Organisation kann es eigentlich überhaupt nicht leisten, sich so schnell zu verändern, wie es eigentlich notwendig wäre. Das heißt, diesen geänderten Anforderungen Rechnung zu tragen. Wir alle wissen doch als Eltern überhaupt nicht, ob wir in Zukunft welcher Welt unsere Kinder gegenüberstehen, was sie bewältigen müssen, die ganze Klimaerwärmung und all diese Dinge. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, in einem solchen Zustand der Welt, an den uns ja die schulische Ausbildung gebracht hat, daraus sind ja die Erwachsenen geworden, die jetzt die Erde in den Zustand gebracht haben, in dem sie ist, dass man da vielfältige Lösungen
zulässt und ausprobieren lässt, um so schnell wie möglich eine Veränderung und eine Anpassung an die veränderten Anforderungen für die Kinder zu erreichen. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Lehrer selig wären, wenn sie aus dieser ganz schizophrenen Doppelfunktion, die sie heute haben, herauskämen, dadurch, dass Schule wirklich als freiwilliges Dienstleistungsangebot wahrgenommen werden würde. Denn heute ist es ja so, einerseits ist der Lehrer die Vertrauensperson des Kindes, die für ihn das Tor zum Wissen sein soll und ist in vielen Fällen. Und andererseits ist er praktisch, jetzt mal pointiert formuliert, der Büttel des Staates, der Zensuren drücken muss und darüber entscheidet, ob das Kind auf die weiterführende Schule darf und so weiter. Das heißt, der eine angstbesetzte staatliche Regulierungsperson ist. Und das sind ja zwei sich eigentlich widersprechende Funktionen. Und wenn der Lehrer wirklich die Kinder praktisch freiwillig zu ihm kommen könnten und er ihnen sein Wissen geben könnte, ohne sie gleichzeitig so entsetzlich unter Druck setzen zu müssen, dann könnte er das, weshalb meiner Überzeugung nach die meisten Leute Lehrer werden, nämlich wirklich den Kindern den Zugang zur Welt zu erleichtern, könnte er viel besser ausfüllen. Sie haben etwas ganz Spannendes angesprochen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich ursprünglich diese Sendung machen wollte, obwohl auch der Rest natürlich sehr spannend ist, aber die Inhalte, die da gelehrt werden. Ja. Viele der wissenschaftlichen Paradigmen sind eigentlich überholt, dennoch werden sie am Leben erhalten durch staatliche Bildungseinrichtungen, kann man sagen, jetzt natürlich auch auf universitären Bereich, wo einfach noch Dinge gelehrt werden, zum Teil jetzt, ja, die eigentlich ja schon nicht mehr in dieser Strenge gelten und wo auch sehr viele, ich sage mal, gerade in der Physik etc., wo auch sehr viele Dinge, die jetzt nicht in das herrschende Modell passen, einfach ignoriert werden, ja, um das Modell aufrechtzuerhalten. Ein anderes Beispiel wäre Geschichte. Genau. Ich meine, da gibt es Geschichtsfunde noch und nöcher, die einfach nicht mehr den Schluss zulassen, dass vor 6000 Jahren plötzlich die Sumerer da waren, so bumm, wie aus dem Nichts und so weiter und so fort. Ja. All diese Dinge werden ja auch in dieser Sendung behandelt. Wie auch das Jahr 2012 übrigens. Genau. Danke, dass es auch in dieser Sendung erwähnt wird. Und wie schaut es denn jetzt da aus? Ich meine, ist das für Sie auch ein wichtiger Aspekt, dass die Inhalte anders sind? Ergibt sich das ganz normal daraus, dass die Kinder sowieso sich ihre eigenen Quellen suchen? Oder ist das eine Kombination? Wie schaut es mit den Inhalten aus? Meinen Sie jetzt konkret in unserem Fall oder generell? Beides, aber beides. Vielleicht einmal okay. In Ihrem Fall jetzt. Ja, in unserem Fall ist es so, dass wir da Homeschooling oder freies Lernen in Deutschland ja derzeit noch als verboten gehandhabt wird, überwiegend, da ist es so, dass wir zum einen den Kindern ganz freien Raum lassen, wofür sie sich interessieren. Und wenn sie sich dafür interessieren würden, was derzeit nicht der Fall ist, wie es mit den alten Sumerern sein kann oder was mit dem Jahr 2012 oder mit dem Maya-Kalender oder mit den Kornkreisen oder sonst was ist, oh ja, sehr. Hätten sie sehr viel Zeit dafür, sich damit zu befassen. Was sie im Moment interessiert, ist die Bundesliga und die Champions League und diese Dinge. Und das akzeptieren wir natürlich genauso, weil wir nicht nur die Kinder festlegen wollen auf das Schulische, was sie zu lernen haben, sondern also wir wollen sie auch nicht in anderen Richtungen prägen, abgesehen davon, dass wir ihnen natürlich unser Leben mit ihnen teilen. Und es gibt ja diesen Spruch, Erziehung ist sowieso sinnlos, die Kinder machen uns ja doch alles nach. Das heißt, das, was man den Kindern wirklich vorlebt oder mit ihnen lebt, das ist das, was sie sich merken. Und was sie sich von dem, was wir ihnen erzählen, merken und was nicht, das ist einfach eine Frage, die man selber überhaupt nicht beantworten kann. Weil das einfach, ich bin etwas irritiert, weil ich ununterbrochen das Telefon kriege. Ja, das ist ein bisschen ein Problem, glaube ich. So, aber so ist es nun mal. Vielleicht abheben und nicht ja, habe ich schon provisiert, aber jetzt habe ich den Stecker rausgenommen. Ja, okay. Nur, ich habe immer versucht, dabei weiterzusprechen und jetzt habe ich es mir mal zugestanden, das anzusprechen, den Stecker rauszunehmen und ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Sonst wäre es ja ein Wunder für sich. Genau. Also, der Punkt ist, dass wir ja praktisch, dass sie sowieso das aufsaugen,
was wir mit ihnen zusammenleben. Also zum Beispiel, wie am Anfang der Sendung angesprochen, dass wir gemerkt haben, wir können nicht unsere Kinder zur Wahrheit erziehen und dann mit ihnen eine gekungelte, illegale Schullösung durchziehen. Das würde sie total irritieren. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, da wir eben in etwas tun, was als verboten angesehen wird und worum wir prozessieren im Übrigen demnächst vor dem Oberverwaltungsgericht, weil wir den ersten Prozess schon verloren haben, aber Berufung wurde zugelassen. Das ist eine andere Frage, die noch kurz... Genau, Klammer zu. Sorgen wir dafür, dass sie auch das herkömmliche Wissen, jetzt was Schreiben und Lesen und Rechnen und Englisch und so weiter angeht, kennen. Da gibt es jetzt im Grundschulbereich natürlich noch nicht so viele grundsätzliche Probleme. Das würde dann, was Geschichte angeht und so weiter, würde es dann in der Schule in den späteren Jahren wahrscheinlich öfter so sein, dass unsere Kinder uns Dinge erzählen und wir sagen, naja, da wissen wir eigentlich was anderes oder da sind wir auf einem anderen Informationsstand. Oder die offiziellen Lesarten geschichtlicher Ereignisse, zu denen ja auch der 11.9. gehört und so weiter, da würden Sie wahrscheinlich ganz oft feststellen, dass da ein Unterschied ist. Und das stellen Sie auch jetzt schon fest, weil Sie nämlich durchaus, der Ältere, schon anfangen, Zeitung zu lesen. Und ich glaube, dass dieses alternative Wissen oder das, was eben auch schon da ist, was aber aufgrund der schieren Massenträgheit einer riesigen Institution, wie es die Schule ist, oder vielleicht auch aufgrund anderer Interessen, in den Schulen nicht gelehrt wird, da glaube ich ehrlich gesagt, dass die Kinder das auch außerhalb der Schule, wenn sie zur Schule gehen, aufsaugen würden und dass es dafür jetzt nicht nötig wäre, dass die Kinder der Schule fernbleiben. Das unterscheidet uns im Übrigen auch von manchen Eltern, die ihre Kinder zu Hause behalten, aus religiösen Gründen, weil sie eben nicht wollen, dass die Kinder in der Schule Sexualkundeunterrichte kriegen oder dass ihnen etwas über Evolutionstheorie erzählt wird, anstatt über Schöpfungsgeschichte. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir behalten unsere Kinder zu Hause, damit wir ihnen etwas darüber erzählen können, was eigentlich mit den Pyramiden los ist und was eigentlich mit den Kornkreisen es auf sich haben könnte und was im Jahr 2012 mit dem Maya-Kalender passiert und so weiter, das fänden wir genauso falsch wie eine einseitige Indoktrination in der Schule, die es natürlich jetzt gibt, einfach weil die Lehrer nicht auch noch jetzt ganz viele verschiedene Erklärungsmodelle zu jedem Ding rein zeitlich angeben können. Aber das fänden wir eigentlich gar nicht, oder das ist nicht unser Ziel und das ist auch nicht unser Motiv, dabei die Kinder zu Hause zu behalten. Und das ist auch das, was es uns ermöglicht, mit allen möglichen anderen Eltern zusammenzuarbeiten, die ganz, ganz konträre sonstige Sozialisationen und Ansichten haben. Da sind ganz strenggläubige Katholiken oder Freikirchler oder Atheisten oder Anarchisten oder alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen, ganz normale natürlich auch, Eltern von hochbegabten Kindern und Eltern von behinderten Kindern und so weiter und so weiter. Und was uns alle eint, ist nur der Wunsch nach Bildungsfreiheit und was dann jeder Einzelne damit anfängt, sollte, denke ich, jedem Einzelnen überlassen bleiben. Und dass die Schulen heute gar nicht damit nachkommen, mit der Geschwindigkeit, mit der sich unser Wissen über die Welt verändert, das ist allerdings ein Problem und das würde in meinen Augen durch eine Freiwilligkeit der Schule sehr schnell sich in einem automatischen Prozess von selber regeln. Wenn man nämlich sich die Schule vorstellt, ja im Grunde wie die Stadtteilbibliothek, wo jeder hingeht und sich Dinge raussucht und rauspickt, die ihn interessieren und auch anfordert, hey, warum habt ihr denn kein Buch darüber und so weiter, dann würde sich das ganz schnell selbst regulieren und da die Menschen sich ja normalerweise für ihre Welt interessieren und auch gerade junge Menschen sehr auch für den Erhalt der Welt und die Rettung der Welt, wenn man so sagen will, würde das Wissen, was dafür nötig ist, wahrscheinlich in einem rasanten Tempo angesammelt werden, genauso wie das Wissen über den Umgang mit Computer oder Internet in einem rasanten Tempo sich Millionen Menschen weltweit erarbeitet haben. Sie haben einen Verlag, wir kommen jetzt ans Ende der Sendung, wir haben ungefähr noch so 5 Minuten, in dem Sie auch die Bücher von Gordon Neufeld verlegen. Sie haben da ein paar interessante Themen jetzt angesprochen, was wird denn in Ihrem Verlag so verlegt?
Das macht mich jetzt gar nicht verlegen, denn ich bin gerne Verlegerin. Wir haben einmal das Thema Kinder natürlich, wie ja. Sie sich denken können. Da gibt es eben dieses Buch Unsere Kinder brauchen uns von Gordon Neufeld, der übrigens am 5. Juni ein Internetseminar anbietet. Das kann man dann auf der Homepage gordonneufeld.de kann man das finden, die näheren Informationen. Und der praktisch herausgearbeitet hat, warum die Kinder in der Schule so schlecht gedeihen zum großen Teil, warum es so viel Gewalt gibt, worüber wir eigentlich auch reden wollten, warum die Kinder keine Lust mehr haben, die Inhalte zu lernen, die ihnen da geboten werden und so weiter. Sehr spannendes Buch. Der Gordon Neufeld ist weltweit anerkannt und prominent als Bindungsforscher, weil das nämlich alles mit Bindung zusammenhängt, aber leider sind jetzt nur noch 5 Minuten da. Das nächste Buch, was jetzt erst demnächst rauskommt und was eigentlich titelgebend für Ihre Sendung ja auch ein bisschen mit war, das ist das Teenage-Befreiungshandbuch von Grace Llewellyn, das praktisch ein Handbuch ist, ein Leitfaden für Jugendliche, die gerne selber sich ihre Bildung erarbeiten wollen. Steht zum Beispiel das als Untertitel Das wahre Leben und Lernen ohne Schule, so geht's. Und das ist natürlich ein gefährliches Buch und es steht auch drauf, lassen Sie dieses Buch auf keinen Fall in die Hände eines aufgeweckten, frustrierten Jugendlichen gelangen, den das Schulsystem anödet. Die Autorin kann für das daraus möglicherweise entstehende Glück und das Gefühl von Eigenverantwortung keinerlei Verantwortung übernehmen. Also das ist eher ein aufrührerisches Buch, was sich an die Jugendlichen selber richtet. Und dann haben wir in unserem Verlag den großen Bereich Walter Russell, da kann ich jetzt, das würde wirklich den Rahmen sprengen, da kann ich nur empfehlen, www.walterrussell.org. Das war ein Universalgenie, was übrigens auch nur 3 Jahre zur Schule gegangen ist und dann raus musste, um Geld zu verdienen und trotzdem ein unglaubliches Lebenswerk geschaffen hat. Wir haben Clinton Callahan, von dem jetzt demnächst Wahre Liebe im Alltag erscheint. Das ist jemand, der Managern und normalen Leuten praktisch ermöglicht, ihre Wirklichkeit selbst zu gestalten. Er nennt sich Possibility Manager, also Möglichkeiten Manager. Und wir haben drumherum noch eine ganze Reihe, im Grunde ganz verschiedener Bücher, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie an Eigenverantwortung und Selbstverwirklichung und Freiheit im Bewusstsein der Einheit appellieren. Mhm. Sie haben auch diesen Herrn, Moment, wie wird schnell sein Name noch einmal, Walter Russell verlegt. Ja. Das war so quasi Ihr Einstieg. Welche Bücher haben Sie da von ihm übersetzt? Ja, es gibt einmal den Fernstudienkurs Kosmisches Bewusstsein. Das ist ein fantastisches, dicker Ordner. Dann gibt es ganz wichtig Radioaktivität, ein Buch. Der Walter Russell hat zum Beispiel 1957 dieses Buch herausgebracht, gemeinsam mit seiner Frau Lau, und hat gesagt, wenn wir die Radioaktivität weiter nutzen, verwandeln wir diesen Planeten in eine heiße Wüste. Die Erde wird sich in einem rasanten Tempo erwärmen, die Wasserentstehung auf dem Planeten wird zerstört oder gestört, wenn wir die Radioaktivität, anstatt sie da zu lassen, wo sie hingehört, nämlich tief, tief im Felsgestein, über die ganze Welt verteilen. Und das, was wir jetzt im Moment hier sehen, diese ungeahnt, von keinem Wissenschaftler außer Walter Russell vorhergesehene Beschleunigung der Erwärmung des Planeten, ist exakt das, was dieser Mann schon 1957 genau beschrieben hat. Und er hat auch beschrieben, was man tun kann, in seinem Buch Radioaktivität eben. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir das zu einer Zeit übersetzt haben, als es immer noch hieß, na ja, und also es weiß man gar nicht, ob die Erde jetzt wirklich wärmer wird und ach, es ist alles Quatsch und vielleicht wird es auch kühler. Ja. Und er hat das halt schon vor 40 Jahren gewusst und hat gesagt, das hat mit dem CO2 gar nicht so viel zu tun, sondern es hängt mit der Radioaktivität zusammen. Und das wird uns natürlich heute nicht erzählt, sondern man will uns dann weismachen, wir bräuchten jetzt neue Atomkraftwerke, was natürlich das Schlimmste ist, was wir tun können. Sehr spannend. Was ja, ist das? Absolut. Nächste Sendung. Ja, ja, also das würde mich sehr interessieren, das Thema. Also, auf das wäre ich noch nie gekommen, habe ich noch nie gehört, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und finde ich aber interessante, ich glaube sogar mir einzubinden, dass es 1986 einen Sprung gegeben hat mit Tschernobyl, mit dieser Erwärmungsgeschichte. Aber die man anderen Dingen zuschreibt. Ach, das ist spannend, das hatte ich nun wiederum noch nicht gehört. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist nur, ja. Okay, ja.
sehr gerne würde ich da was machen. Vielleicht halt nur noch kurz zum Abschluss. Wie steht es da jetzt? Sie sind also in einem Verfahren mit Ihren Kindern? Also nicht mit Ihren Kindern, aber Sie wir haben jetzt ein wunderbares Jahr hinter uns, wo wir, nachdem uns zuerst Zwangsgelder von 6.000 Euro und ersatzweise Erzwingungshaft angedroht worden waren, jetzt einen Vergleich haben, der aber nur noch bis zu den Sommerferien gilt. Unsere Kinder sind frei, sind aber an einer Schule gemeldet und einmal im Monat kommen zwei sehr nette Lehrerinnen und prüfen praktisch den Leistungsstand der Kinder und sind sehr zufrieden. Es gab keinerlei Beanstandungen bis jetzt und das ist natürlich im Grunde eine wunderbare Methode, mit der wir sehr gerne den Rest der Schulpflichtzeit unserer Kinder weiterfahren würden. Ob das gelingt, werden wir jetzt sehen in den kommenden Prozessen. Das muss man einfach abwarten. Wir bemühen uns eben, da Wissen zu verbreiten. Frau Neuballer, wir sind am Ende. Aber ich wünsche Ihnen, also ich hoffe, dass Sie da auf einen grünen Zweig kommen. Vielleicht ist es ja auch ein Modell in Deutschland, wie man Homeschooling machen könnte. In Österreich passiert es so, ne? Ja. Was ich weiß, dass da also die Kinder einmal jährlich geprüft werden. Vielleicht muss man das in Deutschland öfter machen, aber wäre vielleicht ein Präzedenzfall. Sprechen Sie mir ganz aus der Seele. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja. War sehr spannend und ich denke ja mal, es gibt ja viele Themen, über die wir noch sprechen könnten. Also Sie können mich gerne wieder einladen. Ja, sehr gerne. Okay. Gut, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war ein spannendes Thema. Homeschooling. Und ich muss sagen, ich hätte nichts dagegen gehabt, als ich noch Kind war. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 8. Juni 2007. Es geht um das Thema Homöopathie, vor allem in der Schweiz. Soll dort Homöopathie sind, wurde in der Schweiz von der Krankenkasse bezahlt, wusste ich nicht, wie so vieles. Und es kamen da jetzt Studien raus und jedenfalls soll das irgendwie abgesägt werden. Ich habe da ein ganz spannendes E-Mail gekriegt von Toni Wirth, einem Schweizer. Und er wird in einer kommenden Sendung zusammen mit Raphael Schenker zu Gast sein. Und wir werden über dieses sehr spannende Thema und Homöopathie ganz allgemein, ich meine, es wird auch noch immer angezweifelt, dass Homöopathie funktioniert, aber wie gesagt, Pferde bilden sich eigentlich nichts ein. Aber egal, mehr dazu das nächste Mal. Ich bedanke mich allen für das Interesse und fürs Zuhören. Freue mich schon aufs nächste Mal und macht es gut.